heute übertrage ich wieder aus dem Pastorenbüro. Vielleicht hast du dich schon wachsam umgeschaut, sofern das die Bilddiagonale hergegeben hat, was hier so rumsteht in einem Pastorenbüro. Natürlich steht dort eine Bibel an deinem unteren Bildrand und vielleicht weißt du auch, dass sie auf einem Armboss platziert ist. Ich habe im ersten Beruf Kunstschmied gelernt und mein Lehrmeister hat mir zur Gesellenprüfung diesen Amboss überlassen. Und wie ein Hammer anstelle eines Hammers liegt die Bibel darauf. Und das habe ich mit gut biblischer Begründung getan. Jeremia 23, 29 ist nicht mein Wort so, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es gibt da drin in der Bibel so eine Art Beipackzettel. Es gibt eine ganze Serie von Bibelversen, müsste ich mal einzeln zusammenstellen, in denen uns mitgeteilt wird, wie wir am besten mit der Schrift umgehen. Hammer ist nur eine Sache. Das ist eigentlich eher so ein Briefing für uns. Erwarte, wenn du mit diesem Wort umgehst, dass da starke Impulse von ausgehen. Aber Römer 15, Vers 4, der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigt haben, der zeigt etwas anderes, nämlich, dass dieses Wort etwas ist, was uns stärkt, was uns aufbaut, was uns ernährt, was uns tröstet, was uns ermutigt. Auf allen Seiten der Bibel kommen uns Lebensbilder entgegen von Menschen, die durch Krisen gegangen sind und die mit Gottes Hilfe durchgekommen sind. Und das ist eine starke Botschaft für uns, wenn wir in irgendeiner Talsohle stecken, dass wir diese Lebensbilder von Menschen sehen, die in Talsohlen gesteckt haben und die mit Gottes Hilfe wieder rausgekommen sind. Fast alle Psalmen haben auch so eine Talsohle und ich glaube, bis auf zwei Ausnahmen enden auch die Klagepsalmen mit Dank und Lob. Es gibt diesen Umschwung in den Psalmen, diesen Wendepunkt, wo wir wissen, Gott hat eingegriffen, Gott hat geholfen und das sollen wir wissen und das soll uns helfen für unsere Talsohlen. Kleiner Tipp, bevor du die Bibel liest, mach dir klar, die Senken in deinem Leben. Mach dir das bewusst. Schreib dir vielleicht auch Fragen an Gott auf. Du wirst dieses Wort anders lesen und es wird dich anders ernähren, stärken, ermutigen. Das wünsche ich dir sehr für deine Bibellektüre.